Bist du auch IT-Experte, Softwareentwickler und hast schon gute Kompetenz, bist also kein Anfänger mehr, kein Junior, fragst dich allerdings, wie du dich weiterentwickeln kannst. Und ich meine jetzt nicht so sehr auf der Skill-Seite, auf der technischen Seite, sondern eher auf der Seite, wie kannst du dich als unternehmerisch weiterentwickeln am besten. Und viele kommen da eben nicht weiter. Und einer der allerwichtigsten Punkte ist the size of opportunity. Und das habe ich damals schon gelernt, als ich in Agenturen war, in der UK, vor 10, 20, 15 Jahren, wo ich da in vielen Agenturen war. Das Wichtigste im Business Development oder in der Neukundenakquise für die Agenturen damals zum Beispiel oder auch für die Kunden der Agenturen war immer the size of opportunity. Und ich möchte heute mal an die Tafel malen, ein Beispiel aus dem Kunden, den ich vor ein paar Jahren hatte, warum wir da nicht von der Stelle gekommen sind. Weil wir einfach es nicht geschafft haben, die Size of Opportunity zu vergrößern. Und ja, das möchte ich jetzt einfach mal im Einzelnen mit dir ein bisschen erläutern an der Tafel. Wir sehen uns bis gleich.